So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast 2. Im letzten Mal habe ich eine Stealth-Passage komplett verkackt und jetzt werden wir wahrscheinlich wieder alles verkacken. Also ich, ihr seid nicht daran schuld, aber ihr wisst, was ich meine. Und erstmal muss ich mich über eine Sache beschweren. Also eigentlich nicht beschweren, sondern nur euch kundtun, okay? Denn ich habe ein Problem mit diesem Spiel. Normalerweise fange ich jeden Part in jedem Spiel seit vor langer Zeit immer so an, dass ich, bevor ich den Part anfange, die Kamera so dreht, dass ich man den Hauptcharakter, den ich halt spiele, von vorne sieht. Und in Outlast 2 geht das nicht, weil das Spiel aus der Ego-Perspektive ist. Und deswegen versuche ich immer am Anfang des Parts, ich habe die Aufnahme geschaut und so, und drehe erstmal die Kamera und fällt mir auf. Es geht nicht! Ich kann meinen Charakter nicht von vorne betrachten. Und ja, das stört mich irgendwie. Ich kann meine Parts nicht wie gewohnt anfangen und das ist traurig. Und ja, egal, wir springen jetzt aus dem Fenster oder so, weiß ich nicht. Tun wir das echt? Lol. Okay, das war jetzt eigentlich ein Scherz, aber anscheinend müssen wir. Scheiße. Das war nicht der Plan, aber ich wollte eigentlich auf dem Dach landen. Toll, ich muss mal Verband finden. Ist gut, weil ich habe auch voll viel Verband, nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Oh Gott, ich verschwende immer diese ganzen Verbände, die ich bekomme, einfach weil. Kompetenz, Kompetenz. Und meine Haare fallen mir immer ins Gesicht rein. Ist euch vielleicht schon aufgefallen, aber. Das liegt daran, dass ich Haare habe. Mama, Frau Carson hat gesagt, ich darf nicht sagen, was sie machen werden, aber sie hat nicht gesagt, dass ich nicht schreiben darf. Wow. Bitte lasst sie mich nicht töten. Ich liebe dich und Papi. Juliana, du kannst echt nicht schreiben. Aber das ist okay, weil ich glaube, du bist ein kleines Kind und nicht ein kleines Kind, was man in YouTube-Kommentare mit re schlechter Rechtschreibung verseuchen will. Hoffe ich. Naja. Gucke ich mich noch ein bisschen hier um. Aber ich glaube, ich werde keinen Verband Right finden, over nicht there. wahr? Ja, du müsstest dich auf irgendwas draufstellen, ich weiß. Aber erstmal müsstest du Verband finden. Ich könnte aber auch einfach diese, ja, was heißt, wie heißt denn das? Anhänger, was ich halt dahin schieben. Ich glaube, das tue ich auch. Das wäre wahrscheinlich so die beste Möglichkeit. Was? Kann nach hinten schauen? Sollte ich das? Kommt da was? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall gerade auf der anderen Seite jemanden gesehen. Warum ist das die böse Frau, die mich one-hittet? Das macht mir jetzt Angst, vor allem weil ich halt blute und so. Das ist jetzt halt echt alles ein bisschen kacke. Ich glaube, ich will da trotzdem rüber. Ich glaube, die sah so als Event vorbeigelaufen, während ich das geschoben habe. Aber die ist trotzdem wahrscheinlich jetzt in der Nähe. Das war so eine Andeutung daran, als ob ich jetzt gerade hier bin. Ich war doch irgendwann mal vor, weiß ich wie viel schon auf der anderen Seite, oder das ist ein anderer Ort. Ich weiß es nicht. Das könnte auf jeden Fall der Ort sein. Ich war mal schon mal in so einer eingeschützten Brücke. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Ich erinnere mich noch. Keine Ahnung, ob es dasselbe Ort ist. Weiß ich nicht. Hier sieht alles gleich aus in diesem Dorf. Okay, da, ach, da war Glas. Super. Am besten noch ein paar Geräusche verursachen, ne? Na toll, ich sehe echt überhaupt nichts hier gerade. Egal ob mit oder ohne Licht. Hallo? Da ist niemand. Oh Gott, hier ist alles so dunkel und gleichzeitig so hell. Also immer diese Lichtsäulen aus dem Nichts, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Die blenden halt voll und dann sehe ich halt noch weniger irgendwie. Das ist voll verwirrend. Keine Ahnung. Da ist Verband. Das ist schön. Verband nehmen wir mit. Und verwenden ihn auch gleich. Denn wir bluten. Wie immer. Weil ich einfach ein bisschen nicht so gut in diesem Spiel bin, ja? Deswegen. Hallo? Ist hier jemand? Jemand, der mich töten will, jemand, der mich nicht töten will. Sucht er sich aus. Ich muss nur wissen, auf welcher Seite ihr seid. Wenn ihr auf meiner Seite seid, dann ist das alles okay, aber niemand ist auf meiner Seite, also von daher bezweifle ich das. Okay? Okay, hier ist so ein Zettel. Also sollte ich eigentlich in Sicherheit sein. Bisher hat sich das immer bewahrheitet, dass Zettel Wahrheit, Sicherheit bedeuten so. Auch wenn die Musik mir Angst macht. Oh Herr, ich bereue von ganzem Herzen, den Propheten Ezekiel beleidigt zu haben und ich verabscheue jene Sünde. Denn ich beleidigte meinen Herrn, der gut ist und meine Liebe verdient. Ich verdiene und ersehne die Strafe, bis mir eine Zeit gegeben ist, zu der ich durch deine Liebe und Gnade und die des Propheten Nofs nicht mehr sündige. Okay. Freut mich. Ich verstehe die ganzen Zettel nicht. Ich bin dafür viel zu dumm, weil da geht es immer nur um Gott und Gott verwirrt mich. Also. Oder um irgendwelche anderen Götter. Ich weiß nicht. Es geht um verschiedene Götter, glaube ich, irgendwie. Und dann gibt es auch um Papa Nof. Der ist irgendwie ein krasser Ficker und so. Ich glaube, das ist der fette Typ auf den ganzen Bildern. Und ja.
Keine Ahnung, keine Ahnung, absolut keine Ahnung. Wir gehen jetzt aber hier lang, weil, wie gesagt, ich kann das alles nicht in meinem Gehirn verarbeiten. Ich glaube, ich will absolut irgendwo anders hinlaufen gerade. Lauf, 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 ich weiß nicht wohin, aber du lauf. Läuft jetzt einfach so. Läuft jetzt einfach irgendwo hin. Am besten nicht hier rein, weil da sieht dich jeder und du kannst dich verstecken, dich tun und das ist jetzt irgendwie blöd gelaufen. Geh mal hier rein. Vielleicht stirbst du, vielleicht auch nicht. Hallo? Du solltest eigentlich nicht rausgehen, du solltest eigentlich nur rausgucken. Aber ich werde gleich wieder verfolgt, wenn es so weitergeht. Ich laufe einfach mal weiter. Lauf, 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 ich weiß, dass hier ein Weg ist. Genau. Wahrscheinlich kommt ihr jetzt von da und tötet mich. Nein, tatsächlich nicht. Okay, Licht an. Ich habe keine Ahnung, wo sie gerade ist. Ich will es aber auch gar nicht so genau wissen eigentlich. Ganz ehrlich gesagt, kann ich da vielleicht lang? Geht's hier weiter? Oder war ich hier schon? Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe doch überhaupt gar keine Ahnung. Ich glaube, hier war ich. Ja, hier war ich schon, genau. Ich bin von hier gekommen. Und dann war links die böse Frau, die mich töten will, nicht wahr? Ja, wahrscheinlich ist sie da jetzt gerade aber nicht. Denn, ja, warum sollte sie da immer noch sein? Sie ist mir hinterhergelaufen. Also gehe ich jetzt einfach hier rein. Oder auch nicht. Oder auch... Hä? Fuck. Genau, fuck. Einfach nur fuck. Ich bin überfordert. Weil ich keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Okay. Ah, da ist sie. Nett. Echt nett. Nicht. Ich laufe trotzdem weiter. Die vergisst mich bestimmt gleich wieder. Ist sie da? Als ob sie durch die ganzen Wände durch kann. Das ist ja unfair. Aber ich habe einen Verband gefunden immerhin. Und noch musste ich nicht verschwenden. Und das Gute ist, wenn sie mich trifft, bin ich sowieso tot. Das heißt, ich werde auch keinen Verband dafür brauchen. Toll, ne? Immer positiv sehen alles. Immer alles positiv sehen. Sie folgt mir doch einfach durch alle Wände. Wie unfair ist das bitte? Ich habe auch keine Ahnung, wo sie gerade ist. Absolut nicht. Absolut gar keine Ahnung. Kann ich da rein? Ja, ich glaube schon. Nein, kann ich nicht. Ich kann nur die Tür schütteln. Es gefällt mir gerade nicht. Ich weiß, dass es ein Zettel ist, aber er bringt mir nichts, weil ich Angst habe. Das heißt, ich werde den Zettel auch ganz sicher nicht lesen gerade. Ich weiß auch nicht, ob ich den Zettel schon gelesen habe, eventuell. Ich weiß nur, dass jetzt überall Wege offen sind, weil die Frau alles kaputtgeschlagen hat. Sachbeschädigung überall. Kann man doch eigentlich nicht dulden, oder? Eigentlich nicht. Aber was soll man machen, ne? Was soll man machen? Ich würde gerne einen Weg finden. Das wäre halt echt toll, wenn ich wüsste, wo ich lang muss. Was ich überhaupt gerade vorhabe. Ich habe nämlich echt keine Ahnung. Was sagt meine Kamera? Das steht auf dem Ziel, oder? Welcher Zaun? Ich soll über den Zaun klettern. Also okay, das ist schon mal ein Ziel. Damit kann ich ein bisschen was anfangen zumindest. Nicht viel, aber ein bisschen was. Da ist niemand. Ich sollte mal ganz kurz das hier verwenden, glaube ich. Hallo? Als ob sie nirgendwo ist. Okay, sie ist nirgendwo einfach. Oder sie macht einfach gerade keine Geräusche, das kann auch sein. Ich weiß es nicht. Aber ich will hier, glaube ich, irgendwie rüber, ne? Will ich das? Ah, da ist wieder so ein Teil. Vielleicht will ich das wieder schieben, ha? Will ich das? Das ist halt jetzt so die Frage, ne? Ach! Ich habe gelernt, dass ich mich nach hinten, dass ich nach hinten gucken kann, während ich diese Teile schiebe. Das bedeutet, ich werde das jetzt tun wollen, wahrscheinlich die ganze Zeit über. Nicht wahr? Und da wird wahrscheinlich nicht eine Frau sein. Nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr, nicht wahr, nicht wahr? Ich mag das nicht. Ich mag sowas echt nicht. Ich hasse Sachen zu schieben und so. Und zu drehen. Wirklich. Das ist so die größte Angst, die ich in Horrorspielen habe. Ist Sachen zu schieben und zu drehen und so weiter. Also so. Mit drehen meine ich jetzt sowas wie. In Amnesia musste man an so einer Stelle so ein Rad drehen. Und das hat ziemlich lange gedauert. So ein Ventil, ne? Und dabei wurde man auch von Gegnern immer wieder angerannt. Und sowas mag ich gar nicht. Das kann ich nicht ab. Weil ich immer ein bisschen nervös werde. Und denke so, mach schneller. Mach schneller, als du kannst. Aber man kann es halt auch einfach nicht beschleunigen. Es ist dann so ein maximales Tempo, einfach, was da so existiert. Was einfach so da ist. Und dagegen kann man da nichts machen. Man kann es nicht weiter beschleunigen. Ich weiß nicht, ob ich da ran will. Echt nicht. Oh Gott. Ja, ich bin viel zu ängstlich. Ich weiß, ich weiß. Ich mache mir das Spiel nur schwerer, weil ich in keine Häuser reingehe und dann die ganzen Sachen übersehe. Aber ich will halt echt nicht da rein überall. Okay, geht's da rein. Mach das Licht an. Mach bitte wieder zu. Außer jetzt sind Gegner drin, dann wäre das doof. Das Verband. Seht ihr, hat sich alles gelohnt. Glaube ich.
Weiß nicht, warum ich das gerade so schnell geöffnet habe und nicht nachgeguckt habe, ob da was ist vorher. Ich habe Angst. Ich muss nachladen. Die Batterie. Das ist ganz kurz dunkel. Und jetzt ist es wieder hell. Sehr schön. Die Musik ist gerade irgendwie echt weird. Ich glaube, ich kann das verschieben, ne? Ja. Will ich das? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht gerade. Ihr wisst ja, ich mag Schieben nicht. Habe ich euch ja jetzt verraten. Meine größten Ängste. Schieben. Ja, ja. Aber hübsch hier. Okay. Die Musik ist gerade echt weird, wie gesagt. Erzähl mir mehr. Gib mir mehr. Du hast 1000 Namen und ich kenne nicht einen von ihnen. Ich weiß, es ist nicht Gott. Ich weiß, es ist weder Jahwe noch Ezekiel. Noch einer der Hunde, der an dieser aufgeblähten Leiche, die in ihrer eigenen Scheiße und verrottetem Fleisch liegt, angekettet sind. Gib mir Vergnügen, ficke mich und schneide meine Haut, verbrenne mich und berühre mich. Ich bin ein Häutchen, das durchdrungen werden will. Sei erregt durch meine Furcht. Lasse meine Angst dich lüstern machen. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Sag mir, was du willst. Sag mir deinen Namen und ich bin dein. 17. Juni übrigens. Ganz wichtig, 17. Juni. Ich weiß nicht, warum da 17. Juni drüber steht, aber das würde so heißen ja irgendwie, dass es irgendwie ein Tagebucheintrag oder sowas vielleicht ist. Und deswegen frage ich mich, was das mit dem Tag zu tun hat, der da so war. Also gar nichts wahrscheinlich, aber vielleicht soll es einfach nur heißen, dass das die Gefühle von dieser Person an diesem Tag waren. Was weiß ich denn? Könntest du bitte jetzt... Hallo? So, nach hinten oder was? Ja. Gut. Ich öffne Türen gerne langsam, das wisst ihr ja vielleicht. Ah, ich gucke immer auf die Zeit, weil ich eigentlich hoffe, dass der Part vorbei ist, damit ich dann schlafen gehen kann und... oder noch ein paar glückliche Videos gucken kann und dann schlafen gehen, aber... ah, der Part ist nie vorbei, wenn ich es will. Mit dem letzten Part hatte ich ja gar nicht so viel Probleme. Der hat mir eigentlich keine Angst gemacht, der hat mich nur genervt. Weil da waren nervige Gegner und so. Was soll ich hier überhaupt filmen? Hm? Hm? Die Lampe da oben vielleicht. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade filme, echt nicht. Die Kirche da hinten oder so. Ah ja, dann film die mal. Und sag mir, was du darüber so denkst. Kannst du bitte die Kamera... Oh Gott, ich hasse die Steuerung so sehr, Leute. Spielen. The chapel. The chapel is supposed to be sanctuary. Ah, toll. Warum kannst du das nicht einfach so sagen? Komm schon, das ist so unnötig, dass ich dafür irgendwas filmen muss, so lange. Ich mag das mit dem Film überhaupt nicht, ganz ehrlich gesagt. Ich finde das total unnötig und alles. Aber vielleicht liegt es einfach nur an mir. Ich weiß es nicht. Okay, noch so eine Statue, die haben wir ja schon mal gesehen. Aber was hat das damit auf sich, ist die Frage. Hat es damit überhaupt irgendwas auf sich? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es irgendein bedeutender Charakter, den wir kennen sollten. Aber ich weiß es bisher nicht. Da liegt noch ein Zettel. Das ist doch eigentlich schön. Eigentlich gehe ich dann immer davon aus, dass ich da in Ruhe bin. Aber ich bin mir halt nicht so sicher, ob das wirklich immer so ist oder ob ich das nur denke. Diese Knochen tragen die Sünde Cains. Ruhe in der Erde, bis du auferstehst. Der Feind wartet in einem unbekannten Leib. Möge der Herr meinen Kiefer als knochene Keule verwenden. Zahle meine Schuld für die Sünde meiner Geburt. Die Hölle wartet nicht. Was für eine elende Welt. Bleibe wachsam mit Herz und Hand. Sei bereit, den Teufel in Gottes Land zu töten. Ozean. 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 Tut mir leid. Wortspiele sind nicht meine Stärke. Okay, sonst ist hier nichts. Sonst ist hier nichts. Ich würde sagen, wir gehen weiter auf die Kapelle zu. Und sehen, was uns da so erwartet. Ich denke mal, bis zum Eingang sind wir in Sicherheit. Einfach nur bis zum Eingang und dann sind wir tot. Eigentlich hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen können auf dem Weg dahin, ne? Ich wollte ja noch ein bisschen Sicherheit bleiben, aber nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Wir gehen jetzt hier rein. Einfach so. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Hallo? Hallo, da liegt ein Zettel. Das heißt, wir sind in Sicherheit. Vielleicht. Hoffe ich. Hoffe ich wirklich. Hi. Oh, das ist echt hässlich geschrieben. Ich guck mal ganz kurz in die Aufnahme rein davon. Hallo, nimm bitte den Zettel und guck ihn dir an. Textanzeigen. An dem Pfarrer Propheten Sullivan Knopf. Ach, Sullivan und Knopf sind derselbe. Mind blown. Okay. Von Laird Burren, niedergeschrieben von Nick Tremblay. Danke für die Kopien deiner Evangelien. Ich habe sie an denen unter uns weitergegeben, die noch genug Hirn und Augen haben, um sie zu lesen. Doch wir brauchen mehr Wein.
Nicht nur für die Kommunion, sondern auch um unsere Schmerzen zu lindern und unsere Wunden zu desinfizieren. Mein Herr beschwert sich, dass du ihnen mehr versprochen als gegeben hast, und obwohl ich sie ohne Probleme mit dem Tenor meiner Stimme und den Fäusten meines Trägers kontrollieren kann, bevorzuge ich den sanften Weg. Du bist Gottes Meistgeliebter und eine heilige Gabe an uns allen. Leert. Was zur Hölle? Ich verstehe die gesamte Situation hier einfach nicht. Vielleicht bin ich aber auch einfach zu dumm dazu. Vielleicht bin ich aber auch einfach zu dumm dazu. Aber irgendwie ist dieser Noff halt ziemlich beliebt. Aber irgendwie hat er halt ziemlich viel versprochen anscheinend. Und wie man sieht, sterben hier alle vor sich hin. Vielleicht waren das also alles ganz normale Menschen irgendwann. Und das war hier alles ein bisschen glücklicher. So, vor einer Weile halt. Jetzt nicht mehr, wie man sieht. Jetzt mittlerweile ist alles am Arsch und alle sind irgendwie komplett verrückt geworden. Aber ich habe das Gefühl, das war nicht immer so. Ich meine, wie man hier schon sieht, wirklich glücklich war es wohl noch nicht. Wohl noch nie, weil das sind halt so Foltergeräte und so vielleicht. Ich weiß es nicht, bin kein Experte für Foltergeräte. Aber das könnte so eine Streckbank sein und das könnte ein Kreis sein. My name's Blake. The outsider. The father. I'm not anybody's father. I just kill me. You have to kill me. Okay. Noth is coming back with Mary. He'll hurt her and I'll talk. If you kill me, he won't have reason to hurt her. Please. Okay, wollen wir ihn töten? Wie können wir ihn töten? Soll ich ihn töten? Was ist das hier? Verstecke dich im Beichtstuhl. Okay, krieg ich ihn. Da, geh da bitte rein. Hallo, verstecken. Achso, ich muss jetzt einfach nur auf Viereck drücken und nicht da reingehen oder so. Nö, nö. Okay, gucken wir mal raus. Ich sehe halt echt wenig von dieser Position aus. Zu wenig für meinen Geschmack. Hinterher beschweren sich wieder alle. Du hast nicht versucht, durch die Löcher zu gucken. Time to flee amongst the skull. Not the actions of a woman unburdened by an immaculate conscience. Mary. Oh God. Answer your yoke, mate, honey. He can't see you. It's me, Josiah. Please, tell him I don't... Let her go. Oh, God, Mary, I'm sorry. I didn't want... God hates vanity. So do I. The outsider woman has this world's destruction in her womb. But Val and his apostate stole away the unborn enemy. The fiend's father has escaped. She will bear her filthy yield before dawn. We have only these few hours to find her and kill her and save this paradise from hell everlasting. Where is she? Where did Val take her? I can't. I can't. This is for you, Josiah. Make the woman scream. Where's the woman? The womb that harbors the Antichrist. No! No! Strengthen the rebellious angel. For the child of the Lord, I have no fear. Strengthen the rebellious angel. I have no fear. Strength. Enemy of my enemy. Enemy of my enemy. Enemy of my enemy. Tell Josiah to make it stop. God ain't got ears for simple. Stop! Oh, God, please! Where is the woman? Where did Val take her? Stop! Stop! I'll tell you! I'm sorry, Mary. I'm so sorry. Where is the woman? The mines. Up the mountain. Val has her in the mines. He'll never get her back. Not before the birth. We are the hands of the Lord. We cannot fail. The world dies screaming. Thank you, Josiah. Your God and all that's America. Give the woman rest. Vielleicht hätten wir halt einfach echt töten sollen. Weil jetzt ist halt eh tot und ja. Und die ist auch ein bisschen tot, glaube ich. So ein bisschen halt zumindest.
Ja, schön, wie ich hier die ganze Zeit versucht habe, irgendwie rauszugucken. Und dann bemerkt habe, dass hier einfach Löcher drin sind. Absolut fantastisch, natürlich. Okay, können wir jetzt wieder rausgehen langsam? Where the fuck are the mines? Ja, das würde ich halt auch gerne wissen. Dann können wir jetzt wieder raus. Ich glaube schon. Ich glaube, ich will da gerade nicht hingehen, weil ich glaube, ich muss deinen Nippel zensieren, so wie das aussieht. Von Weitem könnt ihr die Nippel genießen, wenn ihr wollt, aber nicht von näher dran, denn dann muss ich es vielleicht zensieren. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, wie genau die Regelungen da sind. Vielleicht zählen blutige Nippel nicht als Nippel. Keine Ahnung. Ja. Wo können wir denn noch rausgehen? Ich glaube, wir können aber wieder durch den normalen Ausgang raus, oder? Komm mal. Was meinst du? Vielleicht finden wir die Minen, ja. Ja, wir finden die Minen. Vielleicht. Okay, wir gehen aber wieder raus, würde ich sagen. Denn da ist eine Taschenlampe gewesen. Das habe ich ganz genau gesehen. Ja, ich glaube, wir wurden entdeckt. Ich glaube, wir müssen flüchten. Ich glaube, wir müssen ganz schnell, ganz weit flüchten. Nimm die Kamera. Mach das Licht an, ich sehe nichts. Geh mal ganz kurz da runter. Waren wir schon mal hier? Waren wir, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich renne jetzt einfach hier geradeaus und dadurch. Schnell öffnen, schnell öffnen, schnell öffnen, schnell öffnen, schnell öffnen. So schnell du kannst, danke. Ah, es sind direkt welche hinter mir. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, danke. Geh weiter, geh weiter, geh weiter, geh weiter, geh einfach durch alles durch. Licht. Öffnen. Licht aus. Und muss man die ganze Zeit wechseln. Weil manchmal ist es sinnvoller, halt, wie gesagt, das Licht anzuhauen, manchmal nicht und deswegen ja. So ein Scheiß, so ein Scheiß, so ein Scheiß. Renn weiter. Und spring da drüber. Sehr schön. Ich glaube, hier sollten sie mir schon nicht folgen, oder? Oder doch? Oh, vielleicht versuchen das hier aber zum Einschutz zu bringen. Ich weiß es nicht. Nimm die Batterie. So, wo kann ich weiter? Okay, die dramatische Musik hat schon mal aufgehört. Immerhin. Und ich bin jetzt, glaube ich, außerhalb, ne? So, wo geht's weiter? Irgendwo muss es doch weitergehen, hä? Bin irgendwie gerade von Stacheldrahtzäunen umgeben. Hallo? Muss ich verarschen? Hast du dich gerade dran verletzt, bitte? Hä? Bist du behindert? Sorry, aber was? Okay, keine Ahnung. Ich gehe auch hier weiter. Aber hier ist nichts. Hä? Ich bin gerade ein bisschen überfordert von der Situation. Soll ich hier nicht sein, oder was? Hä? Es kann sein, dass jemand... Ach, hier. Okay, okay. Ich gehe ja schon. Gut. Da ist ein Schloss vor... Da ist, glaube ich, alles ruhig drin, relativ. Das heißt, wir können da wahrscheinlich jetzt reingehen in Ruhe. Ja, ich glaube, das tun wir auch. Gehen mal da rein. Und schließen mal wieder. Und schließen mal ab. Wenn jetzt ein Gegner drin ist, bin ich halt tot, aber das ist okay. Das ist halt echt relativ okay. Oh. Du bist eine Frau. Bist du freundlich? Du hast keine Taschenlampe, ne? Okay. Ich würde sagen, mit diesem lieblichen Anblick werde ich den Part beenden und beim nächsten Mal machen wir weiter. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da und dann bis zum nächsten Mal bei Let's Play Outlast 2. Ciao.